Ich mach mal kurz auf. Okay, geht gerade weiter, ja? Perfekt. Ich hatte gerade ein geniales Gespräch mit Mike. Ich habe gefragt, warum hast du gegen Bruno nicht Palo gespielt und gegen mich schon? Er sagt, er wollte nur vorspielen. Danke, hab mich kapiert. Also hab ich gemerkt. Okay. Jetzt haben wir endlich mal ein nices High-Level-Matchup, also High-Level-Berlin-Matchup von einem von außerhalb und einem unserer besten Vertreter, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall auch ein Matchup, wo die beiden halbwegs experienced sein sollten. Ja, gerade Mude. Der war ja in dieser Terry-Zeit sehr, sehr aktiv auch. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das von ihm jetzt gespielt hat, aber ich denke, auf jeden Fall so ein bisschen Knowledge über das Matchup wird er auf jeden Fall haben. Ich glaube, er kann es auch generell auch von online, weil es. Mal sehen, aber bisher hat er auf jeden Fall ein bisschen Probleme. Ist, schön ein Schild gehalten, auf jeden Fall. Das ja, kannst du auf jeden Fall nicht cross-upen, wenn hinter dir gar nichts ist. Aber das ist, glaube ich, so eine Situation, die wirklich ätzend sein kann, weil du kannst halt so schnell committen mit ihm. Und jetzt wird er halt sehr passiv versuchen, für seine was zu backen, dass er halt seine Fix-Moves bekommt. Seine Go-Mitte-Moves. Boah, da einfach mal so, boah, 36%. Ja, aber ich meine, Mut hautet jetzt halt relativ viele Hitboxen drauf. Da kann man das, glaube ich, schon mal machen. Das ist ja, natürlich aber auch, wenn er das schildert, dann ist es gleich los. Wenn er Arzt kommt, dann geht er diesen durch. Ja, das ist auf jeden Fall, aber ich sag mal so 36%, die nimmt man auch mal mit. Okay. Schönes Ledge-Trapping hier. Pressert ihn halt, den Schild zu halten. Okay, diesmal geht er einfach mit Zeit B. Ziemlich smart. Ich finde schön, dass sie schön Advantage aus, aber leider hat die Extension nicht bekommen, hätte vielleicht nochmal eine Abwehr machen müssen. Ich finde es auch interessant, dass er in dem Matchup nicht Sora geht, weil Sora ist eigentlich relativ gut gegen den Fighting Game Charakter und gerade Moodle meinte das auch selber zu mir. Ja, aber er meinte irgendwie, er fühlt Sora heute nicht so. Ja, kann ja auch mal sehen, dass man so einen Teil hat. Ich meine, sein Fallgroß hat auch einen Charakter, mit dem einfach viel mehr Experience. Man muss auch einfach bedenken, dass der Charakter dann immer noch ein bisschen besser ist, einfach als der Secondary, den man jetzt vielleicht erst vor kurzem gepickt hat. Ja, das ist auf jeden Fall Sora. Kann man ja noch gar nicht so lange gespielt haben, so lange ist der gar nicht draußen. Weil mittlerweile ja schon so wie viel? 8 Monate? Ich weiß nicht. Also, Sora ist auf jeden Fall auch absolut nicht schlecht oder sowas, aber sein Fallgroß steckt einfach ein ganzes Stück mehr Arbeit in der Ultra-Legacy. Ich glaube auch theoretisch. Eine schöne 49%. Ich denke auch immer, dass er das gewinnen kann. Das ist auf jeden Fall. Ich bin schon wieder bei den 49%. Den dritten Stock jetzt dazu. Das ist einmal Advantage im Fall. Okay, kriegt ihr den. Fällt hier den Tag auf jeden Fall, also wenn ich das bekommen will, kriegt ihr den trotzdem weiter. 65%. Das ist ja noch kein Schaden genommen, seit er den Stock gezogen hat. 68, okay. Was auch sehr interessant ist hier als Vergleich zu dem Match von vorher, da hatten wir Ike Terry, da war es ganz klar. Ike will irgendwie spacen und wenn nicht, dass Terry reinkommt. In dem Matchup haben wir jetzt ein Matchup, wo beide drin sein müssen. Das heißt, die Möglichkeit gibt es nicht von beiden. Das heißt, wenn einer einmal neutral gewinnt, dann gibt es immer erstmal auf die Fresse und dafür müssen beide ins Gesicht. Deswegen auf jeden Fall ein interessantes Matchup. Oh, ich dachte, er hätte jetzt confirm können aus dem Roundtable. Oh nein! Geht's ja für den Tag? Oh. Oh, what? Das hätte auch nicht sein können. Verdammt, das war eine sehr weirde Interaction gerade gewesen am Ende. Oh, und das und dann auch noch ein SD. Das was war das denn für ein Ende? Das war ein so geiles Game, aber das Ende war halt so schlecht. Was war das denn für ein Ende, Mann? Das ist alles falsch gelaufen gerade. Ja, aber ich meine, wenn man so, ich meine, der Druck bei sowas natürlich auch einfach enorm. Ja, den keiner SD, will, glaub ich, das erste Game. Genau den SD haben wir von Sergio leider auch schon gesehen. Ja, den Air Dodge SD. Ja, den hatten wir gegen SDN. Aber ja, mit Terry musst du, glaube ich, manchmal einfach darauf relyen, dass du den Move machen kannst. So, wenn du halt irgendwie in den Options schon limited bist, weil du keinen Jump mehr hast oder so. Das ist vielleicht dein bestes Go-To. Ja, das ist auf jeden Fall, aber du musst halt so Captain Obvious, aber du musst halt auch an Ledge kommen. Ja, auf jeden Fall. Aber es sah auf jeden Fall bis auf diesen letzten Stock sehr gut aus. Sergio, der war immer, hat immer die Stocks früher geholt, hat immer sein Go-Meter benutzen dürfen, dieses Matchup auch. Ist ja auch mal was man sagen muss, so gegen SDN durfte er die nicht benutzen. Gegen Mude darf er sie zumindest benutzen, aber gerade kriegt er so ein bisschen aufs Gesicht. Das zweite Game sieht auf jeden Fall auf sehr viel nach einem besseren Start von Mode aus. Ich glaube, da hinten gucken gerade alle so komisch. Ich glaube, nämlich Pepper spielt gerade. Aber ja, gut. Wir sind jetzt leider an dem Set hier im Festhängen. Aber ist auch ganz geil, ne? Beschweren wir uns nicht. Das heißt leider, das hier ist das krassere Set. Ja, auf jeden Fall. Mode gewinnt gerade. Schön, Match gehabt auf jeden Fall. Kommt ja sein Zeit wie Startup aus. Und gönnt sich den ersten Step. Oh, aber ohne Leak natürlich, weil sehr er macht basically genau dasselbe. Konnte nicht aus, weil Auto-Turnaround. Aber funktioniert. Ich glaube, die Side-B, die ist ja nicht Auto-Turnaround, oder? Weil sonst kommt ja die Back-B oder wie. Ja, du kannst halt einfach vorher, glaube ich, kurz nichts machen, quasi einfach nur Schild droppen und dann turnst du halt trotzdem around, glaube ich. Also ich glaube, das ist
nicht so das Ding. Aber ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, um ehrlich zu sein. Ja, okay, stimmt schon. Er wird den ersten abtiltet und kommt direkt, lässt den zweiten gar nicht mehr zu. Dem Schild. Auf der Range muss man einen Flip chillen auf jeden Fall, da will man gar nicht stehen am besten, weil da kommt der Fletcher gar nicht ran. Alles andere kannst du reacten. Oh, Rudel gerade sehr, sehr Plattform-heavy. Ja. Und call-outet den Power-Dunk. Sonic war auch sehr, sehr scary, dieser Move. Müll auch war relativ gut darin, verschiedene Patience und verschiedene Timings so in das Spiel zu kommen. So kann halt Kämpfen spielen, kann auch sehr Mix-Up Heavy spielen, kann auch wirklich committen und aggressiv spielen so und jetzt alles mal so ein bisschen durcheinander. Also, was du machst. Also er ist gut darin, das Pace des Games eigentlich vorzugehen, finde ich. Ja, das ist die Stärke von Lumius Nitro, dass er schafft es irgendwie immer, dass die Gegner nach seinem Takt den Nitro spielen. Ja, auch wenn Falcon eigentlich kein Charakter ist, der das gut forcen kann. Halt, aber wenn du jetzt halt zum Beispiel die Laser-Loot dafür einsetzt, dann hat er schon einige Möglichkeiten auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall, aber ist jetzt nicht so diese Pyromyther, die einfach im Neutral dominieren. Ja, das stimmt. Und der Upslash, nice. Okay, da hast du zumindest den Go-Meter weg. Jetzt kann er halt wieder einen schnellen Schaden machen, einfach mit einem Uptilt, da kriegt er eine Menge raus. Okay, versuch jetzt mal den Grab, aber das hat leider nicht gereicht. Und das STI ist so gut von Moodle, da hat man gerade gesehen, beim Jab war einfach nach dem Jab schon hinter ihm, jo, vor dem Power Dunk. Das war aber auch ein schöner Kombo auf jeden Fall. Das sind auch so die Kombos von Zelda, das sehen ziemlich clean aus auf jeden Fall. Also er hat schon drauf so richtig viele Prozente aus einem auf seinem Starter zu bekommen auf jeden Fall. Gerade auch mit diesen Nähern zu Side-B-Conference. Oh, da connectet der Upset leider nicht. Aber er drückt es einfach nochmal. Das ist noch ein Sharken. Oh. Ja, das müsste gehen, das müsste gehen. Ja, damit steht jetzt 1-1. Ich weiß gern, wie es bei Pepper steht, aber... Ich glaube, das kriegen wir von alleine mit in der Venue. Ja. Justin ist halt da. Justin ist hier der Co-Commentator von dem anderen Set. Ohne Mikrofon. Ich höre auch die ganze Zeit... Das sind halt Justin-Geräusche. Wichtige Feuerball! Wichtige Feuerball! Und haben wir da gerade den Switch gesehen? Nee, ich dachte... Wir sehen den grünen Falco. Ah, das war's. Ich finde Atomfried, da passt auch so ein Grün eigentlich. Ja. So ein bisschen Giftmüll-Grün so. Atom-Giftmüll-Grün. Ich weiß gar nicht, ob er Giftmüll-Grün hat, aber ich glaube, das ist das naheste, was er an Atommüll hat. Ja, schon. Ja. Aber es ist schon wieder noch ein sehr schlechter Start aus. Ich finde, das Match-Shopping ist halt auch ziemlich gut von Sergio. Das ist ein Charakter, der eigentlich nicht so krass gut wird. Ja, das ist auch sehr ein Matchup, wo beide mögen es nicht, die Dessert fertig zu sein. Okay, Pepper scheint gewonnen zu haben. Hoffen wir, dass Moodle das jetzt auch holt. Das kann ein Spike sein! Oh, das ist nice. Der Spike! Ja, sehr nice. Wird fast noch selber gestage-spiked, ja, aber schafft es noch. Oh Gott. Oh Gott, das ist so gemein. Viermal Uptilt, das ist so, wenn du halt nicht auf der Plattform drauf bist, kann er das die ganze Zeit wieder kommen und du hast nicht die Möglichkeit dazwischen irgendwie zu schillen und darauf zu erledigen. Ich glaube, was Moodle da gemacht hat, ist, dass er versucht hat, nach unten zu SD ein, weil wenn Sergio da irgendwie so ein Power-Duck oder so gemacht hätte, hätte es gemisst. Aber dadurch, dass er immer wieder nach unten SD ein ist, ist er in Range geblieben und konnte mehr Details connecten. Also sehr, sehr gute Counter-Adapt von Sergio auf das SD ein. Das ist auch, glaube ich, einfach ein gutes Foto für ihn. Also sowas machen Terrys, glaube ich, generell einfach gerne, wenn sie damit das catchen. Sehe ich zumindest auch bei Sitz öfter mal. Ja, zumindest wenn Moodle das irgendwie nach oben SDR hätte, hätten die Sitz nicht mehr connected. Das war wieder so ein Mix-Up-Ding. Er hätte wahrscheinlich Abi machen können oder sowas. Ja, deswegen, das ist so dieses 50-50 und hat er sehr gut reagiert. Das könnte kein SD sein, aber gerade noch so kein. Gerade noch so ein Ledge. Okay, und jetzt hat er auch schon eine halbwegs gut gearbeitet. Der Grab war ein bisschen fragwürdig. Ja, das ist das Throw-Meter da. Und da ein bisschen hin und her driften, ein bisschen Upsets beim Falco und dann wieder von den Upsmash und catcht einfach das Landing. Ein bisschen Upsmash hieß das. Ja. Ziemlich nice gewesen auf jeden Fall. Was, oh Gott. Ah, kommt da hoch. Oh, sehr, sehr gut, einfach so ein bisschen nach links gedriftet in der Abi. Okay, das ist ein Kombo-Starter. Upsell, ja. Oh nein, kriegt ihn Follow-up nicht, dass er nochmal Upset machen können. Oh. Ich fand, so langsam werden die Prozente gefährlich vermutet. Ja. Also so ein Move-Kit jetzt noch nicht, aber wenn er einmal sowas connected. Das ist einmal viel Punish auf jeden Fall. Da kann er sich ein bisschen was rausholen. 64, okay. 67, das ist jetzt nicht super viel. 72. Jetzt ist einfach Advantage. Wenn er so weitermacht. Oh schön! Das war ja nice, er hat den Laser genau auf den Abstand gehalten und dann hat er mit dem Downflip den Jab geoutranged. Ja, perfektes Spacing. Geoutranged, toll. Und jetzt hat er beide, jetzt haben sie beide 100% Und da ist die Side-B-Back-Air und da holt sich Moodle den Win.
das zweite Mal jetzt von quasi einem ganzen Stück weit behind quasi nochmal der komplette letzte Stock aufgeholt. Und sich smart den Stock erarbeitet. Schon geil. Ich hab das steht 1-1? Da steht 1-1. Ja. Ich hab das erste Mal, aber war nice. Ich hab irgendwie das Gefühl, steht es 1-1? Steht es nicht 2-1? Ich dachte eigentlich, es steht 2-0, aber ich bin gerade auch irgendwie confused. Ey, wir sehen schon, wenn die Leute Fistbomb machen. Vielleicht hat er gerade kaputt. Es müsste jetzt 2-1 vermute eigentlich stehen. Ich glaube, Justin geht gerade hin. Ja, irgendwas wird gerade geupdatet. Mal sehen, ob er auf Update drückt. Wollen wir drauf wetten? Oh, er hat auf Update. Okay, 2-1 hat das recht. Ja. Das könnte jetzt auf jeden Fall. Oh, wir sehen den Switch auf Ryu. Finde ich interessant, weil ich fand jetzt nicht, dass irgendwie Terry das Problem war. Okay. Und ich meine, letztes Mal gab es auch schon ein bisschen den Verzweiflungs-Switch auf Kazuya, der auch sich gar nicht so ausgezahlt hat. Aber mal gucken. You never know, weißt du? Vielleicht kommt Modo auch einfach schlechter mit dem Matchup. Klar, es muss doch nicht mal unbedingt der Charakter sein, der besser ist. Ich finde es auch interessant eigentlich, wenn man sich so Ryu und Ken anguckt. Der große Unterschied ist eigentlich, dass Ryu besser ist in so Camp-Matchups. Ja. Dass er, also er hat diese Fireballs, er hat diesen, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich versuche gar nicht auszusprechen, diesen Senpu, Kyaku, irgendwas. Diesen Feuerball. Jetzt hast du es doch versucht. Ich hab's probiert. Ja. Ich hab's aber nicht geschafft. Oh, okay. Und gerade gegen Falke, der halt einen der, wenn nicht sogar den besten normalen Reflektor im Game hat. So, da verstehe ich den Ryu-Pick nicht so ganz. Zumindest im Verhältnis zu, keine Ahnung, Ken, Kazuya. Ich weiß nicht, ob er Ken spielt, aber zumindest zu Kazuya und Terry. Aber vielleicht weiß er da mehr, als wir wissen. Scheint auf jeden Fall nicht schlecht zu laufen. Ich meine, das Ding ist natürlich auch, Ryu kann halt sehr schnell oder Falke killen auf jeden Fall. Also, ich meine, relativ leicht Gewicht so. Wenn du einen Downshot hast bei 100%, wird das noch ziemlich easy. Aber ja, ich glaube halt trotzdem, wie viel ich spiele für den Charakter auch nicht sehr angenehm in diesem Fall. Und ich glaube, je länger das Spiel laufen wird, umso besser wird Modo wahrscheinlich auch klappen. Die Umstellung ist natürlich bei sowas immer ein bisschen schwer, so wenn du auf einmal einen komplett anderen Charakter einstellen musst. Aber noch hat er zwei Games Zeit, theoretisch. Also nach dem Game nach dem Game Zeit, um sich ein bisschen da einzufuchsen. Ja, und das Wichtige ist, du weißt halt, selbst wenn Moodle das jetzt verlieren sollte, du weißt, welchen Charakter Sergio hier spielt, der muss es ja zuerst sagen, und dann kannst du auch die Stage darauf picken. Das ist auch kein guter Pick gewesen, wie das gerade aussah. Ich muss sagen, ich meinte, das ist kein guter Pick, jetzt gewinnt er. Also ich glaube, alles, was ich heute sagen könnte, habe ich falsch gesagt. Ja, schon, aber ich meine, abwarten, theoretisch. Noch hat er nicht gewonnen, so. Das ist halt auch einfach, wie gesagt, er muss auch einfach ein Stück anders spielen, als gegen Kazuya. Und, schön. Aber schon total nett. Ja, sehr gut durchgewiegt. Aber auch Falco kann sich halt sehr schnell im Comeback holen, wenn er halt einmal, nachdem er den Stock natürlich gezogen hat, ordentlich bekommen bekommt. Ja, Falco ist ja quasi auch ein... Das ist ein Falco. Genau so. Falco ist ja basically auch ein Fighting Game Character vom Playstyle quasi. Ja, so ein bisschen. Ich kann es auf jeden Fall sehen. Okay. Aber ja, auf jeden Fall nur noch 30% hinten gegen Rio, der nicht sehr schnell mit Schulden killen kann, auf jeden Fall auch ein Problem, aber jetzt gerade holte sich das schöne Runde. Ich glaube, mehr hätte man aus der Kong gar nicht rauskommen können. Ja. Oh, kriegt er nochmal. Weekend F-Smash, ich wusste gar nicht, dass der Weekend hat. Ich hätte gedacht, die Launa trifft auch, so, aber ist ein bisschen verkehrter. Unvorsichtiges Landing 3-1, das war's dann am Ende. Hat er den Rio dann doch rausgehabt, schon im ersten Runde. Ja, Mude, der. Schönes 3-1. Keine Lust auf den Rio. Aber auf jeden Fall nice, er hat